Herzlich willkommen hier in die Runde. Schön, dass Sie sich alle bereit erklärt haben, hier noch ein bisschen Rede und Antwort zu stehen und aus der Wissenschaft und aber auch aus der Praxis ein bisschen Erfahrungen zu teilen. Wir haben ja heute das Thema maschinelles Lernen schon den ganzen Tag und wir freuen uns jetzt sehr auf die Diskussionsrunde. Ich stelle einmal alle vor. Ich begrüße als erstes Herrn Professor Lowig, Institutsleiter des INITS. Und er ist auch Vorstandsmitglied im CIT, unserem wunderbaren Verein, der sich auch wirklich viel um, also tolle Arbeit macht die letzten Jahre. Vielen Dank dafür. Herr Professor Ulrich Rückert, von der Technischen Fakultät der Universität Bielefeld. Dann ist Manuel Bruder da, Geschäftsführer von Expert Systemtechnik. Und auch Vorstand bei uns bei OWL Maschinenbau und Martin Rückert, Chief AI Officer von Diamant Software. Herzlich willkommen, dass Sie alle da sind. Ich freue mich sehr auf die Runde. Genau, wir beginnen direkt mit Manuel Bruder, würde ich sagen. Und vielleicht, Manuel, kannst du mal sagen, wie ihr bei Expert Systemtechnik bereits maschinelles Lernen einsetzt? Ja, erstmal vielen Dank. Auch von mir ein Hallo in die Runde. Vielleicht, wir bauen ja Maschinen für den Zuschnitt von unterschiedlichen Werkstoffen und ein Werkstoff, den wir mit unseren Anlagen zuschneiden können, ist Leder. Das wird also die Zuschnittanlagen werden in der Automobil- und Polstermöbelindustrie verwendet und der Prozess des Zuschnitts von Leder teilt sich eigentlich immer in drei Prozessschritte ein. Das ist quasi das Erfassen einer Lederhaut mit all seinen Fehlermerkmalen. Denn nicht zu vergessen, das Leder war mal die Haut einer Kuh in der Regel und die Kuh hat gelebt und hat Fehler, hat Narben, hat Adern, hat unterschiedlichste Fehlerstellen. Also müssen die irgendwie erfasst werden, denn niemand möchte in seinem schönen Fahrzeug eine Narbe auf der Sitzfläche haben. Der nächste Prozessschritt ist eigentlich immer das Nesting, also das optimierte Auslegen von Zuschnittsschablonen auf der Haut, denn Leder ist ein teurer Werkstoff. Und auch eben auch ein wertvoller. Und das dritte ist dann eigentlich der Zuschnitt. Der erfolgt wie bei uns mit Wasserstrahltechnologie oder eben mit Messertechnologie oder wird noch gestanzt. Aber eigentlich ist es so, dass die Prozessschritte Schneiden und Nesten alles schon heutzutage automatisiert sind. Schon seit mehr als 10 Jahren eigentlich vollständig automatisiert sind. Beim Nesten kein Mensch schlägt den Rechner mehr. Und der einzige Prozessschritt, den wir der nicht automatisiert ist, wo quasi der Faktor Mensch die größte Rolle spielt, ist das Scannen, also das Erfassen der Lederhaut und seiner Fehler. Das ist ein manueller Prozess, der wird von uns, auch von unseren Mitbewerbern, schon digital unterstützt. Aber im Prinzip ist es immer noch so, dass ein Mitarbeiter sich jede einzelne Lederhaut anguckt, die Fehlstellen markiert und auch qualifiziert. Und da haben wir vor einigen Jahren schon gesagt, okay, das ist eigentlich der letzte Automatisierungsschritt, den wir noch gehen müssen und haben damit begonnen und sind auf unserer Reise auf viele Herausforderungen gestoßen und haben eigentlich irgendwann festgestellt, naja, also mit den üblichen Techniken, Technologien kommen wir eigentlich nicht weiter und sind dann so ein bisschen, naja, wie die Jungfrau zum Kinde über so eine Idee gestolpert und haben es einfach ausprobiert. Und da hat so ein bisschen, ich sage mal auch dann der Hype 2016, 2017 uns ja dahin gebracht, maschinelles Lernen, Deep Learning-Technologien für die Erkennung von Fehlern auf Leder zu nutzen. Und da sind wir immer noch dran. Da nutzen wir das. Im Prinzip geht es darum, Fehlerkategorien auf Leder aus den Bilddaten zu erkennen. Denn jedes Unternehmen, die solche Systeme einsetzen, haben unterschiedliche Fehleranforderungen. Also in der Automobilindustrie kann sich jeder vorstellen, der Fehlerkatalog und die Fehlerqualifizierung eines Mercedes-Benz ist natürlich deutlich anders die eines VWs. Und das muss man irgendwie abbilden können. Und da bietet sich eben maschinelles Lernen an. Und das haben wir im Einsatz. Wir haben uns das alles, sagen wir mal, selbst beigebracht und hier aufgebaut, das Know-how. Durften viel lernen und sind jetzt eigentlich so in der Lage, auch einen Großteil der Fehler eben zu erkennen. Wir liegen so im Bereich zwischen 80 und 90%, sind aber noch mal, vielleicht mal bis zur Marktakzeptanz noch ein Stück entfernt, woran wir noch arbeiten. Das ist so ganz kurz, ich hoffe, für jeden verständlich, was wir so machen und wo wir ML einsetzen, also maschinelles Lernen zur Bilderkennung, um das kurz zu fassen. Super, sehr gut. Ich finde, man konnte das gut sich vorstellen, was ihr da macht. Und ganz kurze Mini-Nachfrage: Ihr seid bisher zufrieden, dass ihr euch auf den Weg gemacht habt, oder denkt ihr, man hätte es besser gelassen?
Nein, wir sind schon zufrieden, weil wir sehen, welches Potenzial dahin steckt. Wir haben viele Learnings gehabt. Man muss auch sagen, was wir als Erfolg werten schon, sie haben wir uns 80 bis 90% sehen, manche Kunden eben noch kritisch, weil die haben die Vorstellung, dass man 100% erkennt, alles. Und da ist manchmal auch schwierig, diese mal so einen Vergleich, weil es gibt eigentlich gar keine Vergleichszahlen. Wie viel erkennt denn eigentlich der Mensch wirklich? Das ist nie gemessen worden in der speziellen Situation. Und da konkurriert man natürlich manchmal mit Erwartungen, die vielleicht auch unrealistisch sind. Super, vielen Dank dafür. Der Mensch denkt ja meistens, er könnte alles 100% perfekt, Genau. was wahrscheinlich nicht der Fall ist. Gut, vielen, vielen Dank dafür. Dann Herr Martin Rückert, Sie haben ja bei Diamant Software auch bereits schon Produkte eingesetzt mit ML. Wie groß ist denn bei Ihren Kunden die Akzeptanz dafür? Das haben wir ja gerade schon so ein bisschen angedeutet. Wie ist das denn bei Ihnen? Ja, wir sind ja Hersteller für Rechnungswesen und Controlling-Software und das ist jetzt nicht despektierlich gemeint, aber da gibt es tatsächlich einige langweilige Prozesse und Tätigkeiten sozusagen. Und wir haben uns da jetzt vor allen Dingen die Tätigkeiten so rauserkoren, die extrem hochvolumig sind natürlich und niedrige, ich sag's mal vorsichtig, niedrige kognitive Komplexität besitzen. Wie zum Beispiel Rechnungseingangsmanagement, muss man sich so vorstellen. Man kriegt einen Rechnungsbeleg sozusagen und dann wird er in erster Linie quasi in die Software abgetippt normalerweise. Also die Kopfdaten, die Rechnungspositionsdaten werden an den richtigen Stellen eingesetzt und dann wird der Beleg kontiert sozusagen. Und das ist, wenn jetzt der Beleg einigermaßen unauffällig ist, dann ist das eine ziemlich dröge Tätigkeit. Und ja, wir haben es uns zur Mission gemacht, quasi solche niedrige Komplexität sozusagen von der Maschine erledigen zu lassen. Und ja, die Akzeptanz unserer Nutzer ist da sehr, sehr hoch. Wir haben tatsächlich mal eine Studie durchgeführt und über 60% erwarten sich da eine Unterstützung in der Arbeitsproduktivität durch die KI. Und ja, also landläufig gesagt, das ist quasi werden unsere Bestseller sozusagen, Funktionen, die mit KI unterstützt sind. Super, vielen Dank schon mal für die Einschätzung. Ich finde, das macht doch Mut. Herr Professor Lobig, wie sehen Sie das denn, wenn Unternehmen jetzt sagen, sie wollen mal anfangen mit ML? Wo sollten die denn ansetzen? Und vielleicht können Sie das ja auch garnieren mit einem Lieblingsbeispiel, wo das schon mal besonders gut geklappt hat. Eine einfache Frage mit einer schwierigen Antwort. Also in der Regel ist es so, wir haben ja oftmals mit KMUs zu tun und dann auch durchaus den Ks unter den KMUs. Und da ist meine Empfehlung immer erstmal klein anfangen. Und nicht auch unbedingt, ich hoffe, ich trete jetzt niemanden auf die Füße, immer den Versprechungen, die man in Hochglanz Broschüren oder bei irgendwelchen Events zu sehen bekommt, Glauben schenken mag. Ich will mal ganz vorsichtig sein, sondern das muss man dann letzten Endes an der Aufgabenstellung deklinieren, so wie Herr Bruder das ja schon sozusagen hausintern gemacht hat. Also das ist sicherlich der gute Weg, erstmal klein anfangen. Groß kann man dann danach immer noch. Wer sich jetzt da nähern will. Und ja, wie gesagt, es gibt viele Unternehmen, die sind ja schon sehr lange unterwegs und es gibt aber auch sehr, sehr viele kleine Unternehmen, die beginnen jetzt erst, sich diesem Thema zu nähern. Und da wollen wir natürlich auch seitens der Hochschulen, Forschungseinrichtungen natürlich die Handreichung geben. Und insofern sage ich auch hier mal an dieser Stelle, bitte rufen Sie uns an. Oder schreiben Sie uns oder schicken eine Brieftaube, vollkommen egal. Egal, ob die jetzt nach Bielefeld fliegt, nach Lemgo oder nach Paderborn, das ist erstmal die richtige Adresse. Das vielleicht dazu. Zu vielleicht Super. speziellen Sachen können wir vielleicht gleich nochmal kommen. Ja, gerne, genau. Also ich denke auch tatsächlich, das ist wirklich immer die Aufforderung, auch einfach mal den Austausch zu suchen und zu gucken, kann man miteinander arbeiten, passt das? Und dann findet man schon eine gute Lösung. Welche Anforderungen gibt es? Und dann ist ja auch das Schöne an unserem Hochschulnetz, dass man vielleicht auch sagen kann, vielleicht ruft man woanders nochmal an, wenn da die Spezialität irgendwie noch etwas besser passt. Das ist ja das Gute, dass wir hier einfach immer in der Sache arbeiten und nicht so sehr in anderen Wegen.
Herr Professor Rückert, jetzt kommen wir mal vielleicht zu einem etwas spezielleren Thema und vielleicht können Sie auch kurz noch mal ganz kurz für Menschen, die sich noch nicht so tief mit ML beschäftigt haben, erklären, was ich damit eigentlich meine mit meiner Frage. Welche Potenziale sehen Sie denn für die Anwendung von eingebetteten KI-Lösungen in der Industrie? Was ist das überhaupt und welche Potenziale sehen Sie? Ich sehe den Unterschied gar nicht zu dem, was wir bisher betrachtet haben. Und ganz kurz vielleicht auch noch vorweg, ich freue mich, dass ich endlich meinen Namensvetter, Herrn Martin Rückert, mal sehe. Meines Wissens sind wir nicht verwandt und von daher ist es zwar schade, dass es virtuell ist, aber ich hoffe, wir schaffen das nochmal praktisch. Ja, eingebettete KI, also für mich ist das, ich komme gleich nochmal darauf, also eine gewisse Schlüsseldisziplin, auch gerade für unsere Industrie. Was für ein Potenzial haben wir erstmal damit, bitte den Hauptteil der Frage beantworten und der ist, natürlich machen sie es im Wesentlichen erstmal, um den Automatisierungsgrad zu erhöhen. Das haben wir ja schon häufig gehört. Das ist so die erste Motivation und die ist auch mit einer der wichtigsten. Was für mich immer Einklang da ist, und das hört man dann nicht mehr ganz so häufig, ist, dass man damit auch die Ressourceneffizienz erhöhen möchte. Wir sprechen ja von solchen Sachen wie intelligenten Systemen. Und für mich ist das eins und eins, dass sie auch ressourceneffizient sind. Wenn man mit Kanonen auf Tauben schießen, macht meiner Meinung nach keinen Sinn. Und insbesondere kann man eben zeigen, wenn man das Ganze richtig macht, dass man eben die Energieeffizienz erhöhen kann. Und damit auf jeden Fall auch einen großen Beitrag in Richtung Nachhaltigkeit leisten kann. Eingebettet heißt ja, dass wir das im System haben, in der Maschine, im Gerät. Wir sprechen auch von KI der Dinge als neues Schlagwort, wenn man so möchte. Das heißt, es ist lokal vorhanden, man arbeitet mit lokalen Daten. Und damit erhöht man durch die lokale Verarbeitung auch die Vertrauenswürdigkeit. Und zwar in zweierlei Hinsicht. Nämlich einmal im Unternehmen, dass ich immer noch weiß, was passiert. Ja, denn manchmal hören wir dann häufig dann, also ganz häufig von Unternehmen, ja, wenn ich das in die Cloud gebe, in den ganzen Dingern, was passiert da eigentlich in diesem Nebel? Hier haben sie es in der Hand. Auf der anderen Seite aber auch die Vertrauenswürdigkeit gegenüber ihren Kunden. Auf der anderen Seite, ja, dass sie sagen können, sie wissen, was letztendlich da passiert. Und damit kriegen sie auch Alleinstellungsmerkmale und Produktdifferenzierung. Und nochmals für unsere Unternehmen, ob klein, groß, mittel. Ich sehe da nach wie vor einen großen Hebel, eine Schlüsseltechnologie, weil auf dem Gebiet der Serversysteme, der großen Rechner, sind eben die IT-Giganten unterwegs und viele Unternehmen wollen eben ihre Produkte aufwerten und da halte ich diese eingebettete, ressourceneffiziente KI-Anwendung eigentlich für eine Schlüsseldisziplin. Ich frage auch da an der Stelle noch mal kurz nach, würden Sie das denn einer Cloud-Lösung dann auch tatsächlich vorziehen oder muss man das immer im Einzelfall abwägen? Mein Bild ist relativ klar dazu. Man kennt ja die Automatisierungspyramide, die nach oben immer enger wird. Und ich sage zwei Drittel, drei Viertel mache ich lokal. Und zwar ähnlich wie wir als biologische Systeme. Und immer wenn es nötig ist, in dem oberen Spitze, dem Drittel oder dem Viertel, dann nehme ich andere Wissensbasen dazu, was auch immer. Ich will jetzt hier keinen Namen nennen, wo wir nachgucken. Und so mit dieser Methodik gehen wir da dran und sagen, also sagen wir mal zwei Drittel, ein Drittel. Und das Lokale ist da für die Ressourceneffizienz, für das schnelle, echtzeitfähige Arbeiten. Und das andere ist zum Aufwerten. Super, vielen Dank. Ich würde dann gleich in dem Anschluss auch nochmal an Herrn Martin Rückert die nächste Frage gerne stellen. Nutzen Sie denn bei sich im Unternehmen schon Cloud-Angebote? Und wenn ja, wie ist da Ihre Einschätzung und auch vielleicht die Ihrer Kunden? Weil das erleben wir tatsächlich im Verein auch häufig, dass es so schon ein bisschen Vorbehalte teilweise gibt. Wie ist denn da Ihre Einschätzung? Ja, das kann ich spiegeln oder bestätigen tatsächlich. Also erstmal als Softwaresteller im Bereich Rechnungswesen und Controlling entwickeln wir wirklich alle unsere relevanten Modelle selber. Also alles, was relevant ist, funktional jetzt für unsere Software im Sinne von Rechnungswesen und Controlling tatsächlich. Also Bankbelege ausziffern, Rechnungseingangsmanagement dergleichen. Das bauen wir alle selber. Im Bereich der nicht rechnungswesen- und kontrollspezifischen Modelle, also Funktionen, Modelle, jetzt irgendwie, wir haben natürlich eine OCR-Komponente auch bei uns in der Software. Wir beschäftigen uns mit Text-to-Speech und Speech-to-Text und dergleichen. Diese betrachten wir als nicht spezifisch und die sind zum Teil auch optional. Und da setzen wir tatsächlich auf Cloud-Angebote und holen uns das rein, weil das nicht unser Core-Business ist. Und die Akzeptanz, also Sie haben es gerade eben angesprochen, ich sage mal, es geht bei uns halt um Geld, also sehr direkt um Geld. Und das wird sehr, sehr kritisch betrachtet. Also keiner gibt gerne sein Buchungsmaterial irgendwie auf Server, denen er nicht vertraut. Also sprich regional und also Geografien spielen da tatsächlich eine Rolle.
Und das, ich habe es auch schon oft erlebt, dass Kunden gesagt haben, lauft ihr bei einem der amerikanischen Cloud-Anbieter und dann fällt sofort irgendwie, also wenn man das dann bejahen würde, würde sofort das Gespräch beendet sein, weil das möchten unsere Kunden zumindest auf gar keinen Fall. Ja. Welche Lösungen haben Sie dann in petto, dass Sie anderes Cloud-Anbieter nutzen oder? Ich habe die Frage nicht ganz verstanden. Ach so, Sie haben ja gerade gesagt, das Gespräch wäre beendet, wenn Sie sagen würden, wir nutzen amerikanische Server. Was ist denn Ihre Lösung? Ja, gut, wir sind da natürlich auf deutschen Clouds, beziehungsweise wir haben unsere eigene Cloud und sagen, wir hosten das alles selber, die Daten verlassen zu keinem Zeitpunkt deutschen Grund und Boden. Und daran sind wir halt auch vertraglich gebunden, schlicht und ergreifend. Ja. Okay, super. Gut, dann verlassen wir jetzt mal das ganze sensible Thema Cloud noch mal einmal. Professor Luwig, was glauben Sie denn eigentlich, welche Felder gibt es von ML noch, die jetzt noch nicht so weit im Fokus sind, wo aber vielleicht noch große Potenziale sind? Haben Sie da was Sie uns schon mal verraten können? Also in Bezug auf die Anwendung, was wir wahrnehmen, und wo, da sind wir ja auch mit unterwegs, das ist praktisch das Anwendungsfeld Lebensmitteltechnologie und auch das Feld Pharmazie, Pharmatechnik. Da gibt es im Moment ganz große Rufe, nahezu Schreie nach entsprechenden Lösungen. Wobei man auch sagen muss, dass gerade der Lebensmittelbereich da durchaus noch Aufholbedarf hat, auch größere Unternehmen. Also da wird sich in der Anwendung wird sicherlich eine Menge passieren. Und wenn wir jetzt noch mal ein bisschen das noch mal etwas weiter aufmachen, dann ist sicherlich für die nächsten Jahre es angesagt, in Richtung Quantencomputing und Quantenmachine Learning zu schauen. Da steckt natürlich alles, ja nicht mal in den Kinderschuhen, das so kleine Babypantöffelchen selbst gestrickt. Aber das geht jetzt los mit entsprechenden, sagen wir mal, Erstideen, Erstapplikationen und so weiter und so fort. Das sind sicherlich also zwei Anwendungsfelder und ein, sagen wir mal, eher Technologiefeld. Wie okay. gesagt, Kinderschuhe oder eben noch viel kleiner. Aber das war ja genau der Kern der Frage, dass man schon mal so ein bisschen gucken kann, was sind die Schuhe, die irgendwann groß werden. Dann haben wir das schon mal hier an der Stelle gehört. Vielen Dank für die Einschätzung. Herr Professor Rückert, noch mal eine etwas, vielleicht etwas rhetorische Frage. Ist es denn so, dass wenn man jetzt als Unternehmen KI-basierte Systeme einführt, unterscheidet sich das davon, wenn man Systeme einführt, die nicht auf KI basieren? Und wenn ja, helfen Sie dabei, dass man die ersten Schritte da richtig geht? Ich würde es differenzieren im Stand der Technik, wie wir es heute im Wesentlichen machen, wie wir es auch schon mehrfach heute und an vielen anderen Stellen gehört haben. Also grundsätzlich, wie es heute gemacht wird, ändert sich meiner Meinung nach am Systementwurf so gut wie nichts. Denn Sie haben Ihre Architektur, gucken sich einen Punkt aus, wo Sie der Meinung sind, da möchte ich was verbessern, da brauche ich eine Verbesserung. Und ersetzen dieses Modul oder diese Komponente möglichst geschickt durch ein Element, was eben ein ML-Verfahren, also ein Algorithmus, eine Statistik hat, die das also besser löst. Da müssen Sie auf die Schnittstellen achten und da an der Ecke ändert sich im ersten Satz erstmal nichts. Das muss man etwas differenzieren an der Stelle. Es gibt ja, wird immer KI und ML gesagt, da gibt es ja ganz, ganz viele Methoden. Und da gibt es Methoden, die hat man bis auf unterste Ebene gut verstanden. Dann bleibt das so, wie ich es gesagt habe. Aber es gibt Methoden und dummerweise eben gerade das System dieser tiefen neuronalen Netze. Da bin ich gar nicht so ganz sicher, was die mit allen Ein- und Ausgaben machen. Und da habe ich ein Problem bei der Verifikation und Validierung. Und da muss ich dann also aufpassen. Da ändert sich was. Ne? Da tut sich was, gerade auch in der Forschung, dass man da Ansätze findet. Aber das wäre da bei der jetzigen Stand heute Anwendung von diesen Methoden, also Lokalkomponenten, etwas, was sich kaum ändert. Man muss achten darauf, dass man die Echtzeitfähigkeit einhält. Wenn man es eingebettet hat, ich spreche jetzt rein von der Einbettung, nicht von der Data Science, da brauchen wir das nicht so stark. Und da unterstützen wir selbstverständlich. Das ist also einer der Schwerpunkte, die wir im Bielefeld haben, das Einbetten und die Garantie von Echtzeit und Leistungsfähigkeit. Es gibt aber dann den nächsten Schritt. Das sind nämlich dann tatsächlich Systeme, die auf ML und KI basieren, also sogenannte selbstlernende Systeme oder lernende Systeme, kognitive Systeme, die sich verändern.
Da ändert sich dann schon einiges. Und da haben wir in Bielefeld zusammen hier mit Kollegen Brede und den Kollegen, die in dem Bereich arbeiten, ja diesen Bereich des Cognitive Systems Engineering im Corelab. Da sind wir also unterwegs. Da gibt es auch erste Ergebnisse, aber da ist noch nicht ganz so viel in die Praxis gewandert. Aber durchaus sind wir da unterwegs und ist auch ganz wichtig, das wird als nächster Schritt gehen. Das sind also Systeme, die sich im Laufe der Zeit auch verändern und wandeln. Ne? Aber wenn man dann mit den Unternehmen spricht, dann kriegt man schon einige Fragezeichen. Das ist auch so, völlig zu Recht. Also an der Ebene ändert sich eine Menge, da tut sich etwas. Aber dann müssen wir noch ein bisschen vorsichtig sein und ein bisschen geduldig sein an dieser Stelle. Sehr gut. Aber es ist ja gut, wenn es auf jeden Fall schon mal die richtigen Ansprechpartner gibt, wo man sich melden kann und Unterstützung bekommt. Manuel, was mich jetzt noch mal interessieren würde, wir haben ja da viel auch schon mal drüber gesprochen, es gibt viele Versprechungen in dem Bereich, finde ich auch, hatten wir auch während des ganzen Gesprächs jetzt schon häufiger mal als Thema. Jetzt mal so Hand aufs Herz, aus Blick aus der Industrie. Tatsächlich finde ich auch okay, wenn man mal sagt, naja gut, vielleicht ist es auch ganz schön viel Wunsch und noch nicht so viel da. Welchen Nutzen sieht denn die Industrie jetzt so gerade im Moment? Vielleicht musst du auch nicht direkt von euch sprechen, sondern was man mal gehört hat. Gib doch da mal gerne so eine Einschätzung direkt aus der Praxis. Also den genauen Nutzen, ja, das ist, also das Thema ist ein gewisses, also durchläuft ja den klassischen Hype-Cycle, so muss man es ja mal formulieren. Und ich glaube, wir sind jetzt in so einer Phase, wo jetzt wirklich die ersten Anwendungen kommen. Man sieht das ja an den Vorträgen, die jetzt im Vorfeld gelaufen sind von den großen Automatisierungsherstellern. Ich glaube, das ist so der erste Schritt in die Automatisierung rein, die Prozesse optimieren und so weiter, was dann irgendwann später kommt und kommen wird. Das ist auch so ein bisschen ja auch, was der Professor Rückert schon sagte, was Bilderkennung, maschinelles Sehen, Erfolg in der Qualitätssicherung sehen wir zum Beispiel großes Potenzial, einfach jetzt doch den manuellen Prozess auch vielleicht noch besser zu automatisieren und noch einfacher zu gestalten. Das sind, glaube ich, wo Punkte, die Industrie sieht, okay, da ist Potenzial. Das wird auch so die ersten Schritte kommen. Was dann, ich sag mal, dann noch irgendwann kommen wird, ist sowas wie immer dieses tolle Schlagwort Predictive Maintenance. Da bin ich immer noch nicht so sicher, ist das wirklich sinnvoll und kommt das so? Aber ich glaube, dieser Hype-Cycle, wir fangen wieder langsam an. Ne? Von den großen Erwartungen sind wir jetzt ein bisschen alle runtergekommen und jetzt startet das so langsam durch und das wird sich einfach in den nächsten Jahren immer mehr in der Industrie auch Einzug halten und durchsetzen. Das ist so meine Einschätzung. Vielen Dank dafür. Du hast keine Ahnung, was du mir gerade für ein Stichwort geliefert hast. Ich habe nämlich in der Vorbesprechung gesagt, ich würde wahnsinnig gerne diese Runde fragen, ob jemand aus der Runde schon ein funktionierendes Predictive Maintenance System kennt, wo das wirklich mal funktioniert. Mir wurde dann gesagt, ich dürfte das nicht fragen. Ich frage es jetzt trotzdem. Vielleicht hat es jemand, Herr Lowe, kennt was. Das finde ich super, weil ich nämlich seit Jahren das immer denke. Mir verspricht es jemand, ich habe es noch nicht gesehen. Von daher gerne, Herr Lowe, wo ist es denn? Ach, das gibt es an mehreren Stellen. Also Predictive Maintenance oder Preventive Maintenance, wie immer wir es nennen wollen, in verschiedenen Ausbaustufen ist das zumindest dort, wo Massenprodukte hergestellt werden und wo Maschinen 24/7 laufen, ist das durchaus eingeführt. Ich selber, bevor ich hier zur Hochschule gekommen bin, habe mich 2000 schon damit beschäftigt. Da war das natürlich noch irgendwie zwischen Teufel und Raketentechnik. Aber ich kann berichten, dass beispielsweise wir hier insgesamt am INIT, ich glaube, in der Lebenszeit des INITs irgendwie 60 Projekte gemacht haben zum Thema Preventive Maintenance. Und ich kann Ihnen auch zum Beispiel da nennen die Firma König und Bauer, die haben jetzt Preventive Maintenance in ihre Maschinen eingeführt. Die arbeiten ja auch schon ewig mit Bildverarbeitung, gerade im Banknotenbereich, aus dem ich ja ursprünglich mal komme. Und es gibt auch andere Unternehmen, Trumpf zum Beispiel, die lauffähige Predictive Maintenance Systeme haben. Das ist also nicht ein Versprechen irgendwo im Himmel, sondern das wird schon eingesetzt. Was aber wichtig ist dabei, ist Predictive Maintenance. Da muss ich mir genau überlegen, wofür will ich das einsetzen und macht das auch Sinn? Lohnt das überhaupt? Bildverarbeitung, wie es der Manuel Bruder beschrieben hat, in jedem Fall.
ja, auch für schwierige Dinge. Zum Beispiel war es früher so, da saßen in großen Sälen ja, Frauen, sehr typisch im Übrigen, und haben sich diese Banknotenbogen da angeschaut und auf Fehler das Ganze sich angeguckt. Das ist seit vielen Jahren komplett automatisiert. Das gibt es praktisch gar nicht mehr. Das wird inline inspiziert und wird offline inspiziert. Also von daher sage ich mal, was mir vielleicht da in diesem Kontext aber nochmal wichtig ist, auch wenn ich jetzt ein klein wenig Ihre Moderation störe, wir müssen uns auch, meine ich, manchmal ein bisschen ehrlicher begegnen, weil wir schreiben mittlerweile auf alles ML oder KI drauf, und zwar mehr oder weniger wahlfrei. Wir sollten vielleicht mal wieder anfangen, Stichwort Gartner-Chart, auch dann über die Dinge zu sprechen, wie sie heißen. Das würde uns vielleicht auch allen gut tun. Und das ist meine persönliche Sicht, muss ich natürlich auch sagen. Da, mit dieser Aussage dürfen Sie meine Moderation sehr gerne sprengen. Genau das habe ich auch ein bisschen versucht, sodass wir einfach ehrlich miteinander reden, sagen, es gibt so viele tolle Potenziale und an ein paar Stellen ist einfach die Akzeptanz vielleicht noch nicht da. Vielleicht sind wir noch nicht so weit, aber wir bewegen uns in die Richtung. Und dann, glaube ich, können wir auch wirklich produktiv und gut arbeiten. Genau. Möchte sich vielleicht jemand noch zu diesem Statement auch äußern? Hat noch so was ihm auf der Seele liegt? Also ich kann ganz konkret was dazu sagen, weil ich mich auch regelmäßig darüber aufrege, was eben alles mit KI übertitelt ist. Und ich finde den Begriff KI auch sehr vielfältig interpretierbar. Und deswegen würde ich das unterstützen, was Sie gerade eben sagten, dass wir uns mal auf die Begriffe wieder einigen sollten. Und ich kann aus der Praxis berichten, dass wir mit allen diesen oder mit vielen der Modelle, die momentan so im Hype-Cycle sind, also vor allen Dingen auch neuronale Netze und so weiter, bei uns ist es tatsächlich so, dass die Kunden teilweise überhaupt gar nicht so viele Daten haben, dass man ein neuronales Netzwerk mit random quasi Initialisierung so weit trainieren könnte, dass das dann fliegen würde. Und da die Kunden ja jetzt auch nicht wirklich irgendwie erstmal 5 Jahre Daten produzieren wollen, bis sie dann wirklich loslegen können, die Software zu benutzen, sind wir auch wirklich teilweise mit guter alter Statistik in Anführungsstrichen, die man jetzt auch gerne, wenn man da modern klingen möchte, unter KI einsortieren kann, irgendwie sehr erfolgreich. Also wir haben Dinge, die wir Modelle nennen. Das ist dann aber schlicht und ergreifend einfach so ein sequenzielles Ensemble von verschiedenen Verfahren, die wir einsetzen, um eine in Anführungsstrichen dann Vorhersage zu machen. Und das wäre wahrscheinlich vor 15 Jahren mit der gleichen mit wesentlich weniger Rechenleistung auch schon gegangen. Vielen Dank dafür. Ich mache einmal kurz auch nochmal den Hinweis in die Teilnehmerinnenrunde. Wer mag, darf gerne in den Chat auch Fragen stellen. Wir können gerne die Fragerunde eröffnen. Oder wer mag, darf sich auch gerne melden und die Frage so stellen. Beides ist möglich. Wir haben tatsächlich ja auch schon mal diskutiert, auch dass es natürlich im Maschinenbau häufig so ist, dass die Maschinen, die Maschinenbauer herstellen, meistens am Ende doch irgendwie Losgröße 1 sind, weil keine Maschine genau der anderen gleicht und dass das natürlich nochmal ein ganz anderes Feld auch ist. Ne? Also dass es tatsächlich spannend wird, wenn man große Stückzahlen hat, dann kriegt man die Daten eben auch zusammen. Und vielleicht gibt's da noch jemanden aus der Runde, der darauf antworten mag, wie man an so einer Stelle auch vielleicht ansetzen kann, dass man irgendwie in Modulen denkt oder so? Ja, also ich meine, ist indirekt ja schon angeklungen. Das macht man natürlich. Also wir haben von Predictive Maintenance gesprochen. Was mir immer mehr auffällt, ist, egal wie groß das Unternehmen ist, das wird schon gemacht, aber ist denen gar nicht bewusst, dass es Predictive Maintenance ist. Also man nimmt Systemzustände auf allen Ebenen, die Sensorik wird immer günstiger, leistungsfähiger, das macht man schon und versucht natürlich dann anhand des Systemzustands zu sehen, muss ich eingreifen oder nicht. Ne? Also ich würde das auch an der Stelle auch gar nicht so groß aussehen. Und das Zweite ist, das mit dem Hype, es ist im Wesentlichen die tiefen neuronalen Netze, aber ich möchte daran erinnern, dass hier in OWL, ich möchte hier nochmal stellvertretend meine Kollegen Barbara Hammer nennen, die über Jahrzehnte hier schon maschinelles Lernen betrachten und zwar in verschiedenen Kategorien, auch für Losgrößen ganz klein und mit ganz wenig Daten. Ja, das ist eben Datenanalyse, Datenwissenschaften, Mathematik, das wird bei den Kollegen hier schon länger gemacht. Das ist der Vorteil der Wissenschaften. Und da sind wir in Deutschland, meine ich an der Ecke jetzt, auch ganz gut aufgestellt, insbesondere in OWL, die wir hier haben. Und die haben eben mathematische Methoden, ob man die jetzt ML nennt oder wie auch immer, das würde ich jetzt gar nicht hier jetzt großartig differenzieren.
Auf jeden Fall sind die Kollegen seit langem unterwegs und haben hier Lösungen erarbeitet, die sie verstehen, beweisen können. Und da kann man sich als Unternehmen gerne an die entsprechenden Stellen wenden und da wird auch letztendlich geholfen. Sehr gut. Das heißt, auch wenn ich... Das Modulare haben wir. Wir haben ja zusammen, Kollege Lohweg ist auch da drin, dieses X-Over-L-Projekt ML4 Pro 2, das maschinelle Lernen in Produktion und Produkten. Und da geht es auch um Modularität. Da haben wir uns zusammen von den Hochschulen getan. Wir haben die Anwendungsfälle der Unternehmen und versuchen jetzt zusammen mit den Hochschulen so einen Werkzeugkasten zu generieren, was die jungen Leute da machen, der Leitung von Marc Hesse aus meiner Gruppe. Und das steht auch allen dann zur Verfügung. Ja. Super. Das ist die Zielsetzung da. Das heißt, auch wenn ich jetzt auf einem Datensatz sitze, der mir vielleicht etwas unangenehm ist, weil ich ihn noch nicht so ganz verstehe oder weil er etwas unsortiert ist, melde ich mich trotzdem einfach mal, wir finden eine Lösung, ja? Wir beschäftigen uns gerne mit, ob wir dann eine zufriedenstellende Lösung finden. Das lassen wir Wissenschaftler immer offen. Das ist auf jeden Fall auch richtig so. Gut, ich sehe jetzt im Moment keine Fragen aus dem Chat. Erinnere aber auf jeden Fall nochmal dran und würde auch in der Runde nochmal sagen, gibt es etwas, was ich nicht gefragt habe, was aber dringend noch gesagt werden müsste? Spricht für meine Moderation, würde ich sagen. Herr Schumacher, wollen Sie was sagen? Ja, so halb Fragen, also so eine Mischung. Ich glaube, das, was uns ja alle auch hier in dem Kreis auszeichnet, ist ja auch mit diese Interdisziplinarität, dass wir in vielen Bereichen gemeinsam wirken mit den Technologien, die wir so beherrschen. Meine Frage hier wäre nochmal differenzieller Natur. Was ich immer wieder erlebe, ist im Kontext von KI oder auch anderen Services diese Gleichstellung von Cloud mit externer Dienstleister. Ja, und das Vergessen dabei, dass Cloud sozusagen intern betrachtet ja eine große Flexibilisierung und auch Skalierungschance ist. In dem Kontext jetzt Maschinenbau, wird das, und das wäre jetzt meine Frage, wird das so wahrgenommen? Weil so wie ich das jetzt gehört habe, wird ja das Schlagwort Cloud immer so, hui, da will einer was von draußen und nee, da sind wir gleich weg vom Tisch. Und gar nicht dieses große Potenzial der bedarfsgerechten Ausrichtung der Software auf die Maschine und so weiter und so fort in den Vordergrund gestellt. Da wäre jetzt meine Frage, also was ist da jetzt, ist es wirklich immer so eine ablehnende Haltung oder ist es einfach nur so ein kleiner Ausschnitt gewesen? Wie kann man Cloud im Maschinenbau verstehen? Genau, als originärer Maschinenbauer darauf antworten. Also man muss das vielleicht ein bisschen unterscheiden, glaube ich. Also es gibt, Cloud ist immer noch ein kritisches Thema, weil dieser Gedanke, dass meine Daten quasi nicht auf meinem Server in meinem Gebäude irgendwo liegen oder in meinem Rechenzentrum, hat für jeden irgendwie eine abschreckende Wirkung, was ich eigentlich nicht mehr nachvollziehen kann, weil wenn ich jetzt kein großer Mittelständler oder ein Konzern bin, dann ist zum Beispiel, was die IT-Sicherheit angeht, mein Aufwand als KMU enorm, wenn man das wirklich so betreiben würde, wie vielleicht mancher Cloud-Anbieter. Man muss auch sagen, der Prozess ändert sich. Vor 3 Jahren oder 4 Jahren hätte ich gesagt, ganz klare Ablehnung. Inzwischen ändert sich das, weil einfach auch die Berührungspunkte mit Cloud-Produkten einfach größer sind. Ne? Jeder nutzt hier, ich würde mal sagen, Office 365. Das ist ein Cloud-Produkt, das muss man ja ganz deutlich so sagen. Und das schafft ja eine gewisse Akzeptanz. Dann gibt es CRM-Systeme, die einen nur noch Cloud-basiert sind. Das schafft ja im Unternehmen auch immer eine Akzeptanz für solche Cloud-Dienste. Und ich glaube, das ist einfach eine Entwicklung, auch wenn dann kritische, vielleicht auch Finanzdaten irgendwann in der Cloud liegen. Bei Diamant ist es ja so, wie ich das verstanden habe, in ihrer eigenen, aber sie liegen in einer Cloud. Ja, da kann ich nur zustimmen. Und ich habe oft den Eindruck, dass da auch so private Cloud-Erfahrungen mit öffentlichen Cloud-Erfahrungen oder professionellen Clouds sozusagen vermischt werden. Und ich, genau wie Sie eben beschrieben haben, Herr Bruder, wenn Kunden mir sagen, die Cloud ist gefährlich,
Und deswegen habe ich alles on-premise, dann sage ich, und in Klammern, ich war mal bei Salesforce tatsächlich, dann sage ich, dass wirklich da bei den professionellen Cloud-Anbietern tausende von Menschen sich nur darum kümmern, dass die Cloud sicher ist. Und dann fängt man mal abzufragen, wie das denn so im eigenen Keller ist und mit der eigenen IT, ohne da jetzt jemanden gegen Schienbein treten zu wollen. Aber dieser Aufwand kann da bei weitem nicht gleichgehalten werden. Und insofern, da ist noch viel Menscheln drin und viel Emotion, glaube ich. Antwortet das die Frage ein bisschen, Herr Schumacher? Ich bin auf jeden Fall schon froh drum, dass es hier die differenzielle Betrachtung gibt. Also, weil das eine sind ja die Vorteile einer flexiblen, sage ich mal, Ausführungsumgebung, einer effizienten. Das war ja das, was Ulrich, also Herr Rückert, auch nochmal sagte. Was ihn immer interessiert, ist ja auch die Ressourceneffizienz. Und die Cloud mit allen Technologien, die darunter liegen, die liefert das. Ja? Die Fragestellung, ob ich diese Aufgabe aus wirtschaftlichen Gründen oder anderen Beweggründen outsource, übertrage an einen anderen Dienstleister, ist ja erstmal nicht funktional argumentiert. Und man kann ja durchaus all das, was Herr Rückert, also jetzt der andere Herr Rückert gesagt hat, bei sich zu Hause auch durchaus machen, muss aber dann auch mit den Nachteilen leben, dass man vielleicht nicht so ein großes Team hat, was sich darum alles kümmert. Und daher wird es dann nicht mehr so ganz, sage ich mal, ist es nicht mehr ganz so trennscharf, wenn plötzlich externe Dienstleister die interne Umgebung remote controlen. Ne? Aber nun gut, das ist ein anderes Thema. Aber ja, nee, das beantwortet das, weil ich finde das sehr interessant, nach wie vor zu sehen, dass auch hier in diesem Bereich, genauso wie beim Machine Learning oder KI, ein enormer Aufklärungsbedarf und Kommunikationsbedarf, Verständnisbedarf, Erklärbedarf einfach existiert, damit die Leute, die es nutzen sollen, auch verstehen, worum es bei uns geht. Ja. Ich möchte einen Punkt aber nochmal dazu bringen. Jetzt, du weißt, ich bin erklärter auch Informatiker, Mikroelektroniker. Von der Entwicklung müssen wir sehen, welche Rechenleistung wir eigentlich heutzutage auf dem Schreibtisch haben können oder unterm Schreibtisch und welche Speicherkapazitäten wir da haben können. Ja, also ich sehe es auf der einen Seite auch leidenschaftslos mit der Cloud. Also Cloud ist für mich eine Wolke, dafür etwas weit weg und etwas undurchsichtig. Deswegen so meine Einstellung an dieser Stelle. Aber wir haben doch alles, es wird in Zukunft auch noch stärker, wir haben alles letztendlich vor der Tür liegen. Ja, warum sollen wir das gar nicht nutzen? Warum sollen wir da gar nicht weggehen? Und auch wenn wir jetzt an diese ganzen kognitiven, intelligenten, maschinellen Lernverfahren denken, das Ganze mit Sicherheit, da gibt es Forschungsprojekte, die dahin gehen, dass die Systeme sich selbst abschotten, etc., etc. Dieses Argument, dass wenn wir das lokal haben, gerade für kleine und mittelständische Unternehmen, sehe ich schon ein, dass die Datensicherheit momentan noch ein Problem ist. Aber es tut sich eine Menge, sodass wir mehr und mehr Sachen auch lokal und automatisch, Automatisierungsgrad gesichert kriegen, etc., in verschiedenen Hinsichten. Deswegen würde ich das auf jeden Fall immer noch mit auf dem Tablet sehen und dann sagen, gut, auch Cloud Computing ist ein gewisser Hype, ich weiß nicht, auf welcher Stufe es da gerade dieser Kurve ist, aber aufgrund der technologischen Entwicklung geht ja mehr und mehr jetzt wieder lokal. Und das versuchen wir zu antizipieren. Ich habe gar nichts gegen Cloud, da gibt es viele Gründe für das zu tun, aber ich möchte gucken, was übermorgen passiert, wenn ich auf einmal, weiß ich nicht, Petabytes und mehr habe und quasi Rechenleistung habe, von der ich vor die auch jetzt heute noch träumen würde. Ne? Und da kann man enormes Potenzial schöpfen. Gut. Ich glaube, dann würde ich gerne an dieser Stelle so langsam die Runde beschließen. Es sei denn, es kommt jetzt noch etwas, was ganz dringend raus muss, dann haben wir dafür immer noch Zeit. Gerne noch mal einmal letzte Chance in die Zuhörerschaft. Das ist jetzt nicht der Fall. Dann möchte ich mich sehr, sehr herzlich bei Ihnen bedanken. Es war eine spannende Runde. Vielen Dank für die Offenheit, für die interessanten Impulse. Schön, dass Sie da waren. Ich glaube, das war ein guter Abschluss des Thementages. Ich würde gerne nochmal an Jörn Dux übergeben, der ja die Gesamtmoderation des Tages hatte. Vielen Dank von meiner Seite. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag und auf ein baldiges Wiedersehen.